Das ist Pascal. Eines Tages lädt Pascal ein Foto von sich auf Instagram hoch, doch er bekommt in den Kommentaren ganz viel Hass ab. Du Pommespanzer. Du Mastschwein. Und jetzt klären wir euch auf, was Hate Speech ist. Hate Speech ist ein Begriff aus dem Englischen. Er bezeichnet Hassreden, die Nutzerinnen und Nutzer im Internet und in sozialen Netzwerken posten, liken und rechtfertigen. Diese Hasspostings enthalten Äußerungen, die Einzelne oder Gruppen diskriminieren. Hassreden sind meist deutlich zu erkennen, sind aber auch manchmal unterschwellig und somit schwer zu erkennen. Hate Speech enthält Äußerungen, die Einzelnen oder Gruppen diskriminieren. Wegen ihrer Herkunft, Religion, ihrer sozialen Zugehörigkeit, wegen einer Behinderung oder wegen ihres Geschlechts. Dabei werden sie anders als der Rest der Bevölkerung behandelt. Menschen hassen andere Menschen, aber was sind ihre Motive oder Gründe? Wenn gewisse Personen unzufrieden mit sich selber sind, dann probieren sie, ihren Frust an Menschen rauszulassen, auf die sie neidisch sind. Um ihren Frust und ihre Unsicherheit zu verbergen, machen sie andere Personen runter, bei denen sie denken, dass sie mehr Erfolg im Leben haben. Sie könnten auch denken, dass sie besser als alle anderen sind, was ihrem Ego dazu hilft, Menschen mit Einschränkungen als unnormal anzusehen. Außerdem sehen sie eine große Angriffsfläche auf Menschen, die sich verbal nicht wehren können, was dazu führt, dass sie immer wieder auf ihnen rumhacken. Durch Ekel, der schon in der Kindheit entstehen kann, machen sie Menschen fertig, ohne jegliche Gründe zu hinterfragen. Sie haben Vorurteile gegen bestimmte Personengruppen, denn sie sind zu faul, um die Wahrheit nachzuforschen. Sie hören auf ihre Freunde und stimmen ihnen zu, damit sie cool bleiben. Durch Ärger, den man täglich von seiner Mutter bekommt, weil man zu faul ist, staut sich eine Wut an, die Hater nicht anders rauslassen können, als andere Menschen zu erniedrigen. Vielleicht erfahren sie auch täglich einen bestimmten Hass von Autoritätspersonen, den sie übernehmen und unbewusst davon lernen. Ihr Hass ist somit so stark, dass sie es den Menschen über unhöfliche Weise mitteilen müssen. Typische Folgen für Hate Speech sind ein geringes Selbstbewusstsein, eine geminderte Leistungsfähigkeit, Ess- sowie Schlafstörungen und im schlimmsten Fall auch Suizidgedanken. Allerdings variieren die Folgen stark, je nach Hilflosigkeit, Bedrohung und die Empfindlichkeit des Opfers. Hate Speech hat aber auch gesellschaftliche Folgen, wie zum Beispiel Schwierigkeiten beim Freundefinden und Beziehungen aufbauen, bei der Integration in die Gesellschaft und Vertrauensprobleme. Zusammenfassend lässt sich noch sagen, dass Hate Speech auf Deutsch Hassrede heißt und den Begriff bezeichnet, andere Leute im Internet fertig zu machen. Es betrifft vor allem Gruppen, die wegen ihrer Religion, Hautfarbe, Herkunft und so weiter diskriminiert werden.